Hallo Freunde, da sind wir auch wieder. Beim letzten Mal haben wir das Großholz platt gemacht. Aber bevor wir jetzt weiter auf den Weg der Kreuzigung gehen, schauen wir nochmal am Feuerbahnschrein vorbei. Und wir hatten ja da noch einen anderen Weg, wo wir noch nicht lang konnten, weil wir noch die Seele des Pilgers brauchten. Die haben wir ja gefunden und da gucken wir auch gleich vorbei. Ah, Forge Items. Jetzt geht's. Sehr schön. Ja, so viele braucht man nicht. 100 reichen. Welcome home, Ashen One. Speak thy. Warten wir doch noch mal mit der Guten. Ab Farewell, und Ashen. Zu gibt's sonst dafür was. Ah, tisch gut nicht. So, können wir die Waffe noch verbessern? Ja. For thee, be careful. I don't want to see them. Stamina Recovery. Das nehmen wir doch. Goodbye. Oh. Das behalten wir an. Gehen wir da jetzt am dümmsten? Nö. Feuerbahnschrein zum Feuerbahnschrein. Da gehen wir noch mal vom Anfang. Geht ja fix. Nicht helfen, irgendwie sieht die Rüstung aus wie aus Bloodborne. So, guck mal doch mal, was Schönes da drin haben.
in Estok. Mal unten auch nochmal lang. Gibt's auch noch einen Gegenstand zum Abschießen? Da müsste theoretisch ein Schild drin sein. Beziehungsweise hier oben gab es ja auch noch einen Gegenstand zum Abschieben. Autsch. Ach, da drüben müssen wir auch noch aufräumen. Waren wir auch noch nicht? Rüstungszelt von den Suppenträgern. Der Ring. Auch. Können wir uns gleich noch ein paar Heimkeks noch herstellen. Ah, eine unbegrenzte Anzahl an Gluten. Thank you.
So, und jetzt können wir auch den Weg hier benutzen. Schwert vom Penetrator aus Dark Souls 2. Mach's gut. Bevor wir uns da hinten mit dem verwirrten Dämon anlegen, gehen wir erstmal zum Leuchtfeuer und auch gleich mal leveln. Ja, es gibt nicht nur Waffen aus Dark Souls 1 und 2, sondern auch aus Sekiro und Bloodborne. Gleich mal gucken, ob der irgendwas Schönes hat für uns. Artorias Rüstung. Oh, Stamina Recovery. Dann sollten wir darauf vielleicht ein bisschen sparen. Und auch anders Schönes. Oh, das ist schön. Mit Ruhe. Der Jägerring. Ja. 5 mehr Beweglichkeit. Komm her, du kleiner.
prügeln wir uns doch mal mit den verwirrten Dämonen. Wenn ich mich nicht verdenke, vertue, kann man die nicht mehr gegen Havels Ring tauschen. Die Seele vom verwirrten Dämon. Hier gab es, glaube ich, auch nichts mehr. Zurückgehen. Und die Asche gleich abgeben. Asche will. Oh, ich will. Asche 1. Naja, nichts, was wir jetzt bräuchten. Have a pleasant. Haben wir noch nichts Neues? Also 500 für eine Infusion-Essenz ist nicht viel. Können wir auch gleich mal unser Schild verbessern. Da können wir uns eigentlich auch aufheben, bis wir das nächste Schild haben. Giants Tower, es gibt ja keinen Leuchtfeuer mehr unten. Wir könnten jetzt noch den einen Gegenstand auf den Dach holen, aber es war eh nur eine Glut. Das lohnt nicht wirklich.
bisschen die Schichtenerzähler da oben. Nicht spucken hier. Ist auch neu, der steht sonst nicht da. Autsch. Das ist der Nachteil einer Faust, die Kombos sind relativ lang und dadurch ist man ziemlich offen für Gegenangriffe. Und Gegenangriffe zählen natürlich auch als Konter und machen mehr Schaden. Im Gegensatz zum Originalen gibt es hier auch noch Gegenstände, die, also Cast-Items, die mehreres können, also nicht nur Zauber, sondern auch Wunder und Pyromantien. Oh, die hatte ich ganz vergessen. Gibt's doch ja nicht. Ah, leider noch nichts mit mehr Seelen.
Schaden gegen Hollow, gegen Höhlen. Findigas, hatten die ein neues Moveset? Ich weiß gar nicht genau. Kann das ja mal ausprobieren. Ah, die haben auf jeden Fall wieder den die Ausweichattacke. Frage, wenn ich den Ring auf Momento benutze. Sehr nice. Auch nicht schlecht. Aufhören hier. Gift macht deutlich mehr Schaden wie vorher. Die Bestienkrallen aus Bloodborne. Das Blue Sentinel Covenant. Ach, dann das Covenant-Item. Ja, 5% mehr Fertigkeitspunkte brauchen wir nicht unbedingt.
eine neue Truhe. Hier müsste ja eigentlich die Kohle sein. Drei Twinklies. Wenn wir gerade die Frage haben, die Beast-Krallen das gleiche Moveset? Probieren wir es doch mal aus. Auf jeden Fall skalieren sie anders. Nee. Oh. Ja, wir kriegen gleich noch ein paar Clown-Waffen. Deren Schaden raushaut, ist nicht unbedingt feierlich.
Böse Krabbe. Die nerven mich gerade so ein bisschen. Ja, voll gelohnt, die Blüten.
Wo willst du hin? Das klappt auch hier. Auch wichtig zu erwähnen ist, einer der Unterschiede zum Original ist, dass es hier kein Softcap gibt. Werte kann man bis 99 hochziehen und es bringt trotzdem weiterhin Werte. Also dementsprechend kann man auch, ich sag's vorsichtig, Extreme Builds mal ausprobieren, die so gar nicht möglich wären. Keine Lust. Thank you.
Da haben wir die nächste Faustwaffe, die probieren wir dann auch mal aus. Vielleicht kann sie ja was. Leuchtfeuer hier oben gibt es leider nicht. Nicht rumschreien hier. Frage ist, spricht der gute Orbeck überhaupt mit uns? Sind wir intelligent genug? Ich glaube, 10 braucht man. Nee. Well, this is unexpected. What do you, this is my, if you have, how intrigued. You'd better not. And shouldn't you have your, don't let it bobby on your unki. Zwei Punkte zusammen.
Well, well. Very indeed, I am. What clues are that in the well? That you are. Gar nicht, wo die Covenant Items aufgelistet werden. Ach, hier. 5 haben wir gerade mal. Yippie! Dieses Mal gibt es auch hier kein Leuchtfeuer.
kein Leuchtfeuer? Das ist ja komisch. Das Spinnenschild Standard. So, hier wird jetzt was neu liegen, denke ich mir. Ja. Mit dem neuen Spiel Plus ist hier definitiv noch ein neuer Gegner. In der Wand. So, Freunde, es soll es euch heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.